Herzlich willkommen, Leute. Buddymon, back in town. Simon Kretschmer, da ist Buddymon. Und wir werden heute in diesem Let's Play. Ich wollte mal gucken. Wir sind echt. Ich bin echt. Vor allem, dass du nicht aus Versehen Buddykopf bist. Nein. Ich spiele mit Bart. Möglicherweise. Mir könnte man den hinsetzen. Ja, ich rede eh so viel. Ich würde nie merken, dass du nicht echt bist. Ja, aber ich bin heute für die Rache da, für all das, was ihr meinem Pappmaschi-Counterpart angetan habt. Es ist ja alles gut. Buddy LaForge. Ja, ich weiß. Spiele mit Borg, ja, was übrigens demnächst anläuft. Und was super. Ist, was ich jetzt schon weiß, geil wird. Ey, ich freue mich da echt drauf. Aber zurück, nicht Star Trek wird heute gespielt. Kein FMV, sondern wir spielen gleich zwei Spiele in dieser Strecke, liebe guten Leute. Du hast sie ausgesucht. Es ist ein thematisches Medley sozusagen. Ja, ein Bouquet. Aus zwei, das ist, wenn man ein sehr armes Bouquet, wenn die Freundin hat Geburtstag und man geht noch schnell an der Tanke vorbei und dann kriegst du immer diese zwei, so eine gelbe und eine rote Blume mit so ein bisschen grün gekräuselt. Ja, oder und halt ein Snickers und noch ein zweites Snickers. Hier sind zwei Snickers. Nee, eins nur. Ja. Nein, wir haben zwei verschiedene Let's Play Simulatoren spielen wir heute im Let's Play. Das ist so Meta, dass es schon jeder andere im Internet gemacht hat. Aber wir machen es auch. Und was dazu noch meta tragisch ist, ist nämlich, dass du vor Jahren schon davon gesprochen hast, ein Let's Play- bzw. YouTuber-Simulator zu machen. Ich wette, dass diese Idee ebenso, wie alle guten Ideen, 100.000 Mal bei verschiedenen Leuten aufkam. Ja. Und die einzigen, die es halt verdient haben, jetzt damit Geld zu machen, sind die, die es gemacht haben. Ne? Der Let's Play-Simulator 2016 ist nämlich noch, wie heißt es, Early Access? Nee, Greenlight. Also es ist noch nicht ganz fertig. Ja, ihr kennt das ja, so eine Art Beta-Fassung. Aber es ist wohl scheinbar, hast du gesagt, jetzt schon ziemlich komplex. Das ist ziemlich komplex. Ja, das ist YouTubers Live. Wir spielen etwas anderes und damit starten wir nämlich. Oh, Entschuldigung, da habe ich die beiden direkt verwechselt. Das kommt nachher. Ist aber thematisch sind die sehr nah beieinander. Wir starten jetzt allerdings mit etwas, was bei einem Game Jam entstanden ist, und zwar bei dem Ludum Dare 34. Das heißt, dieses Spiel ist entstanden in 48 Stunden. Das sieht auch danach aus. Also das sieht wesentlich weniger komplex aus als das Spiel, was wir danach spielen. Aber es sind vier Leute, die daran gearbeitet haben. Ich dachte, vier Leute haben es bisher gespielt. Nee, ihr könnt es ja mal vorlesen. Sergei Rüsov, Vitali Bibrax, Alexei Phil und Zulman. Er ist fürs Dancing zuständig, steht hier auf jeden Fall. Springen wir direkt in das Spiel hinein. Welcome to Let's Play Simulator 2016. Your goal is to grow up to 1 million subscriber with your HardTube Channel. Mal gucken. The game is not random-based. Aha. Read emails carefully. Press okay for more details. Okay, also muss man da wohl der Story folgen. Ja. Wir haben es ja noch nie geschafft bisher, 1 Million. Auf keinem, weder privat, noch mit der Arbeit, noch mit 60 Leuten. Wir kriegen einfach nie 1 Million. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil eine Währung gibt es hier, wie im echten Leben, echtes Geld. So, ich bin gespannt, weil dieses Spiel soll wohl als Blaupause gelten für alle YouTuber weltweit da draußen. Also, wollen wir loslegen? Ja, oder was? Danach wissen wir alles, was zu wissen gilt. Ja. Das mit den E-Mails lesen ist zum Beispiel ein Punkt. Das hätte mir mal einer sagen müssen. Niemals gemacht. Guck mal, good or bad game. You can use Twitter and get a quick advice from us and the followers. Na, machen wir nicht, ne? So, bla. Willst du das lesen? Muss man als YouTuber lesen? Nee, eigentlich also, nicht, oder? Am Anfang wurde einem noch gesagt, ein Bildschirm vorher wurde gesagt, lest bitte alle E-Mails. Ja, aber das ist ja keine E-Mail. Okay, na gut, damit können wir uns noch rausreden. Ja, yeah, precisely Mark Morheim. Hey, Mark Morheim is the president of Blizzard. Ja, das ist ja klar, aber okay, ach komm. Ja, guck mal hier. Klasse. Das sieht übrigens schon genauso aus, wie ich es mir in meinem Kopf auch vorgestellt hätte. Genau so hätte ich mir gewünscht. Ich finde diesen Day of the Tentacle Cartoon-Stil total toll. Ich finde es auch super. Ich finde das auch gut. Also, guck okay, mal. Was, wir starten Games. Scheinbar Yo, Tag Popster Games here, you can help your Tom Hancy Interfell. It's a cool Tom new Clancy's game. Was ist denn Interfell? Tom Clancy's, ist ja egal. Was war denn das? Nee, was Splinter Cell. Splinter Cell, ja, bestimmt. Guck mal, 50 Subscriber haben wir schon. Was? Wollen wir nicht einfach aufhören? Guck mal, wir haben $35 und 50 Abonnenten. Besser geht's eigentlich. Besser geht's nicht, ja, besser als Rocket Beans bisher. Ey, aber sollen wir Tom Clancy machen oder nicht? Natürlich, also immer den geilen aktuellen Scheiß, Junge. Alles machen. Immer alles machen. Splinter Cell ist alles Let's Playen. Splinter Cell, ja, aber dann können wir ja, dann ist egal was. Das Industrie-Skype-Programm wird dir hier nur weniger Zuschauer besorgen. Wie in der Realität. Ja, lerne doch mal aus den Fehlern, die wir haben. So, Tom Hancy, Interfell Video was one of the best performing stuff on your channel. People are happy. Your subs are growing. Plus 91. So schnell geht das. Das geht wirklich schnell, das ist unrealistisch. 141 braucht man normalerweise schon eine Weile. Guck mal, Will. Glimpse 3, Wonderful Simulator Title.
Would you make? Guck mal, haben wir mit Tom Clancy angefangen. Sollen wir jetzt hier auf so Simulatoren-Shit losgehen oder was? Ich denke, wichtig ist immer, das Aktuellste dabei zu haben. Also ja, so machen es ja die Pro, oder? Machen die das so? Die haben was, Pro, was Aktuelles, etwas, was man mit der Community machen kann. Und sie machen nicht wie wir jetzt nur kleine Einspiel-Sessions, sondern sie spielen das von vorne bis hinten durch. Da weiß man, was man kriegt, zur richtigen Zeit, jeden Tag zum selben Moment kommt mein Let's Play, nur bei den Rocket Beans nicht. Ja, so eine Scheiße. Hier steht aber jetzt auch nichts von Attributen, dass man irgendwie doof in die Kamera schreien muss oder sowas. Da steht nichts von Hardcut. Ja, aber das kommt noch. Schreien ist auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir schreien. Vielleicht so. Ich finde, wir haben das mit dem Schreien echt ausgiebig ausprobiert. Hat funktioniert. Awesome, right, big, small, subs, more dollar, easy, use up, base increase. Plus 200. Seht ihr, und da sagt ihr immer, das wäre so schwer. Ist doch total easy, wir wollen nur nicht. Super easy. Wir wollen einfach keine Zuschauer. Tag This eins, is Duty Pie, your favorite Let's Player. I really like your videos. Let's make one, zwei, together. Ja, komm, ey, Duty Pie. Ja, natürlich. Natürlich, Duty immer Pie. Ja sagen. Jawohl, als ob da nur 344. Was? He was boring, he was crying so loud, you couldn't hear yourself. Well, at least you've got some subs. Das aber, das, also. Egal. Duty Pie hat's aber schon drauf. Ja, auf jeden Fall. Hello, I'm Freddy von NC Loft. Have you seen our puzzle game? It's called Lead Fighter. We lifted embargo. Now you can review. Ja, klar, immer, oder? Ja, oh, ein Cube, hä? Du darfst, ja, das ist ein Cube, ja. Du darfst das nicht so. What? Das ist doch lächerlich. Was haben wir denn falsch gemacht? Haben wir das falsche Spiel oder haben wir es falsch? Your channel was DDoSed after that crappy Lead Fighter Video. Had you been your channel for some time, you lost subs. Das ist ja gemein. Stell dir mal vor, YouTube würde das machen, nach Qualität beurteilen. Ja, dann gäb's da nichts mehr drauf. Nicht mehr, nee. Ja, gar nichts mehr. Gibt's nur noch Reaction-Videos. Ja. Okay. Subscribers, minus 10. Ja, aber naja, ist ja verkraftbar. Also, damit kennen wir uns ja aus. Wo geletsplayed wird. So, jetzt bist du dran. Jeremy Schoolboy. Hi, today is my final day in school. Hope to see you there, Jeremy. Jeremy, wir sind nicht mehr in der Schule jetzt. Wir machen Business. Ja. Big Business, mein Freund. What the fuck? Du kannst vielleicht später mal für uns arbeiten. Kannst du die Regale zusammenschrauben, wo wir meine Let's Play-Preise drauflegen dann? Ich wollte gerade antworten auf die Mail. Mit kannst du dich, fuck, aber kann ich nicht. Vor allem, wir sind am ersten Tag noch. Schau dir das mal an. Wir haben eigentlich, ganz kurz, darf ich mal eine unrealistische Sache merken? Hier, Lead Fighter, Glimpse 3 und Tom Hersey Interfell. Hm. Die müssen wir ja alle kaufen. Wir haben aber gar kein Geld dafür bezahlt. In meinem Spiel müsste man nämlich die Preisratio zwischen Indie-Titeln und, Mods. Ja. Also man muss ja am Anfang gucken, dass man mit dem Geld haushält. Außerdem, mal im Ernst, ne? Was ist das hier? Guck mal, wie haben wir die denn gespielt? Also ein Tag hat 24 Stunden, selbstverständlich. Ne? Guck mal, davon Sonnenaufgang bis Mond. Die spielen doch nur 10 Minuten, das weißt du doch. Das ist auf 10 Minuten runtergekannt. Die spielen jedes Spiel von Anfang bis zum Ende. An einem Tag? Ja, ja. Ja, und dann aber veröffentlicht sie es einen Monat lang. Na gut. Who's Spam. That? Spam again. Na okay. Daily report. Don't you think you to sleep now? Wake up and smell the ashes. Das Copyright gefällt mir. Guck mal, Daily Kosten. Ah, da sind die Kosten. Okay, tut mir leid. Ja, aber gut, wir haben sogar ein bisschen Geld reinbekommen. Wer einen Dollar hat plus nur gemacht, ist so gut. Hier. Da, 36. Sehr gut. Du bist dran. NC Loft, stop cry. Please review this great stop cry FPS game from NC Loft. You won't regret it. Naja, also die FPS? Das, ja, stimmt schon, aber die waren ja auch schon mit Lead Fighter am Start und da haben wir minus 10 gekriegt. Ist das jetzt so ein Ding von. Also, oh, du meinst, weißt du, das ist so. Ob das so LGN, die haben früher auch immer nur Dreckspiele gemacht. Da wusste man, da kriegt man nie ein gutes Spiel. Vielleicht sind die das. Auf der anderen Seite, ein Shooter ist immer geil. Ne? Und ich meine, es ist das Far Cry. Ich, jede also, Art von Shooter. Aber Far Cry NC Loch, what the fuck? 100 Abos, sag ich dir. 100 Abos. Kein Problem. Ich sag 400. 400 plus. Guck doch mal, das sieht nach Action aus. Oh, fuck! Es war richtig, was ich. Even Duty Videos aren't so boring. Your Stop Cry Review is a crap. Sorry, people are leaving the channel. That channel, vor allen Dingen. You lost subs. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ich find's sehr lustig jetzt. Hi, this is Bargain Fuel. We are developing Command and Folklore. Check this strategy game. Want to review us? Only for $5,000. Ja. Super. Ich weiß ja gar nichts, aber wir müssen uns erstmal einspielen. Vielleicht ist jetzt der Moment für ein gutes Spiel wieder gekommen. Ich meine, Command & Folklore muss gut sein. Ja. Muss gut sein, oder? Nehmen wir mal. Ich nehme es. Ich würde sagen, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die Auswahl des Spieles so wichtig ist. Sieht eher nach Civ aus. Alter! Was ist los? Was machen wir falsch? Müssen wir mal schlafen? Oder sollen wir vielleicht uns auf die populären Spiele wieder beschränken und Glimpse 3 weitermachen? Hier, Morrowlands, das müssen wir machen. Hier, Pardonx, very active. Das ist Shadows of Mordor. Ist das. Morrowlands. It's a cool new simulator game. Aber Simulationen scheinen ja auch, obwohl doch die funktionieren. Ja. Strategie vielleicht nicht, aber Simulationen funktionieren. Gut, aber FPS funktioniert auch Ego-Shooter und angeblich.
Ja, wir haben die Regeln noch nicht raus. Geht es um das Genre? Geht es um den Publisher? Wie stellt man die Qualität des Spiels fest? Ist unrealistisch. Eigentlich muss man alles spielen, oder nicht? Man muss ja auch selber erstmal für sich selber als Skill steigen. Scheinbar nicht. Ja, stimmt, man braucht Let's Play-Skills. Ja oder nein? Du darfst entscheiden. Ich finde, ja, du hast recht. Mordorlands klingt wie ein guter Simulator. Oh, das ist spannend. Mordorlands. Ja, das ist ein Rennspiel, Mordorlands. Oh Mann! Ey, wir müssen zurückrudern. Wir müssen jetzt wieder auf die alten bewerten. Wir müssen das Minecraft unter unseren Spielen finden. Was wir auch in 500 Jahren noch, was noch in unserem Sarg geletsplayed werden kann. Aber guck mal schon wieder in Simulator. Ja, nee. I'm jetzt Freddy von 4Box. Fans Resolution. Nein! Genug Spiele. Wir haben genug von euch. Ich glaube, das ist ja gut. Machen wir. Na gut. You never heard about Fans Resolution. Sounds like a fake. You didn't lose any subs. Nein. Darauf kommt es uns doch an. Guck mal, trotzdem plus eins Kohle gemacht. Das ist in Ordnung. So also können wir uns langhangeln. Quetschen wir schön aus, die 643. Auf jeden Fall. Greetings, American Starfree hier. We are ready to ship. Uli's Madness. Begins. Adventure. Adventure Game. In Deutschland ja, weltweit würde ich sagen nein. Would you make a Let's Play on this? Na gut, komm. Hier könnte man noch. Super. Man müsste noch interagieren. Ja, so wie QTEs oder wie Dance Dance Revolution, dass so ein paar Elemente runterkommen und dann, okay, der One-Liner, den habe ich gut getimed. Skill, One-Liner, Skill. Gut. Kommentar, Skill, Review, Ende. Also, so würde ich es mir vorstellen. Das ist übrigens gecopyrighted von mir. Jetzt. Gerade, nachträglich, rückwirkend. Ey, mach das. Das andere Spiel hat sehr viel davon. Ja, aber was ist mit deinen Spielideen? Mach du die doch einfach. Mach du doch erstmal deine Spielideen. Lass uns zusammen endlich Videospiele machen, Arsch, ey. Lass uns zusammen einfach nichts machen. Das kriegen wir hin. Hello, I'm Freddy from Supercell. Ja, Supercell. Shrimp and Tango. Also die anderen Namen gefallen mir eigentlich am besten, die Parodien. Ja, also, we left it embargo, now you can review it. Also ich meine, Grim Fandango ist natürlich gut, ne? Aber es ist eigentlich außer Zeit gefallen. Es ist ein alter Klassiker. Wenn jetzt davon ausgeht, dass sie Grim Fandango nehmen, es hat uns nicht viele Klicks gebracht. Aber als wir es dann abgesetzt hatten, dann haben sie alle gemeckert, haben gesagt, oh, die von Rocket Beans, jetzt haben sie wieder mal eine Reihe nicht fertig gebracht. Minus 13. Und dann haben wir es zu Ende gebracht und keiner hat zugeguckt. Nee, siehste. Also ich habe da ein schlechtes Gefühl bei. Dann sagen wir nein. You are too tired. Your reply is no. Your sub base didn't change. Alles richtig. Muss auch mal schlafen. North Park Cartoon has just an episode about you. Big audience boost. Klar. Ja. Ah, nein, Moment. Über uns haben die alle gemacht. Ja, ja, ja. Da. Aha. Especially Fartman Jokes. Got a great sub growth after that. Ja, genau. Ich würde gerne mal wissen, was PewDiePie an Views noch mehr bekommen hat, nachdem er nach South Park war. Weil man denkt ja immer, da geht nicht mehr viel. Der Typ ist schon irgendwie auf Platz 1 oder auf jeden Fall in der Top 10. Aber man wäre überrascht wahrscheinlich, was dann nochmal dazukommt. Ich glaube halt auch, ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass da viel. Also ich meine, South Park ist fucking weltweit. Es war eine gute Folge auch. Es war eine ganze geile Staffel, die hat ja aufgebaut bis zu dem Finale. Also, naja, komm. Paar Dongs, very active. Not sure that you are reading this, but you may want to review the new hot and sexy action called BET. Ja. Ich glaube, echt sexy. Hot and sexy action, ja. Also es wird ein Crap-Spiel sein, was sie über die Titten verkaufen. Ja. Na gut. Das ist doch... Lass uns mal merken, was hier jetzt bei rauskommt. Ja, 730. Titten. Nice stuff. Your boobs are growing. Entschuldigung. So. Killers of the Storm. Ja, hier, Mike Mohan. Heroes of the Storm. MOBA. Sowas von können wir es auch zweimal klicken. Nee, leider nicht. Aber bei MOBA zum Beispiel wäre noch wichtiger, dass man auch einen Skill hat, oder eigentlich? Also ich finde, noch ist es mir zu simpel. Ich hoffe, das andere ist ein bisschen... Super simpel. You look bad. Go to sleep. Anyways, that was cool. Guck mal, jetzt haben wir immer mehr Kohle gemacht. Wir haben 4 Tage durchgearbeitet. Ey, das... Ja. Halt echt, ne? Your Kickstarter campaign is going well. Let's off pledges today. Alter! Hooray, Money! Es macht wirklich keinen Sinn. Wir haben jetzt 2500 Abonnenten, aber wir wollen ja auf 1 Million kommen. Naja, also, das ist exponentiell. Also du siehst ja bei uns, wie schnell das geht. Letztes Jahr hatten wir 250.000, dieses Jahr haben wir 250.000. Das geht so schnell, da kann man gar nicht mehr. Guckst du kurz weg? Ah, 1 Million! Rats to Fats. Ja, Rats to the Fats. Rats to the Fats. Here, your girlfriend accidentally showed up in your stream wearing lingerie. Oh, aus Versehen. Big audience boobs. Das ist eine Sache, die wir ein bisschen mehr forcieren könnten. Mehr Lingerie im Hintergrund. Mehr Unterwäsche, ja.
Jetzt müsste eigentlich, wäre schön, wenn Alvin jetzt in Unterwäsche hinter dem Sofa hervorkommen würde. Alvin? Ja, der ist doch in Bonjour immer hinter dem Sofa. Deswegen. Ja, stimmt. Oder im Kühlschrank. Ja, war schon beim Kühlschrank. Ey, wir haben übrigens, ich wohne ja jetzt hier. Ich ziehe ja gerade hier in die Wohnung rein. Wir werden das so oft Alvin sagen, bis die Leute wirklich glauben, dass das stimmt. Und dann sehen sie, es stimmt wirklich. Ja. Nee, aber wir haben zwei Kühlschränke, habe ich gesehen, in unserer Küche hier. Zwei, einen großen und einen kleinen. Den kleinen kann ich doch haben, oder? Du als Gesellschafter kannst mir doch erlauben, dass ich den für meine kleinen. Also ein Fünftel des Kühlschranks gehört dir, mein Freund. Okay. Das ist bei einem kleinen Kühlschrank ist es so quasi exakt ein Kinderriegel. Gut, okay. Also ins Eisfach passen auch 5 Eiswürfel dann. Ja. Ist immer für einen ein Eiswürfel. 2 Fünftel, da, weil du willst ja haben. 2 Fünftel ist okay. Mini-Kühlschrank. Krieg ich also dein Fünftel. Ja, cool. So, weiter. Seed for Keith, Kid. Hier, ja, you're cool. Let's Mobile play Game, nee. Mobile Game. Nein. Wobei. Nein. Erstmal ehrlich, ne? Es gibt kannst du eigentlich oben auch twittern oder so? Oder kannst du da irgendwas. Oh nee, dann das ist ja dann. I'm offered to LP a brand new mobile game called Seed for Kid by Bargain Fuel Inn. Okay, nein. Worth it? Aber das ist interessant, dass man. Eine gut nette Funktion hier. So eine Real Life Connection hat. Aber ich glaube, damit würde man die Leute sehr nerven, wenn man das wirklich ernsthaft machen würde. Nein, Mobile Game. Nee, keine Ahnung. Nein, machen wir nicht. Jetzt hast du gerade Ja gedrückt? Nein, ich habe Nein gemacht. Just couldn't exist. Bullshit. You didn't lose any subs. Ich muss aber an der Stelle sagen, es gibt ziemlich gute Smart. Ja, natürlich. Der Ede zum Beispiel, der spielt viel auf dem Handy. Ich sehe immer dieses Star Wars-Spiel, was sich nahezu automatisch spielt. Als Nintendo das gemacht hat, haben noch alle gelacht. Haha, Autoplay, was ist mit Nintendo los? Und heute gibt es Spiele, die basieren darauf. Ja, ich spiele es ja selber. Willst du weiterspielen, ja oder nein? Ja. Was tun wir gerade, Alter? Ja oder nein? Ja. Hier ist mehr drin als in manchen Mobile-Spielen. No time for her. Also die Freundin hat gesagt, sie haut ab, wenn wir nicht aufhören zu spielen. Das machen die Frauen immer. Und wenn die Kohle reinkommt, dann kommen sie wieder. Ach, tut mir leid, ich habe gemerkt, ich bin mit 95 Dollar irgendwie ist jetzt nicht so schockig, oder? Ja, warte mal ab, bis man eine Million hat. Hello, it's me, your uncle Dudish from India. Send me some money first, or I will shut down your server. Was? Warum? Das war doch Spam. Ja, vor allem Server. Wir haben doch gar keinen Server. Nee. Also, du hast einfach jetzt bezahlt, aber du bezahlst ja gerne. Du hast ja auch als Modell. Ich habe einfach okay gedrückt. Ich kann nichts anderes drücken. Das Einzige, was wir hätten machen können, ist das Spiel ausstellen. Budi hat auch damals bezahlt, als alle Leute diese Anwaltschreiben bekommen haben. Hat stimmt direkt gezahlt. Stimmt nicht. Du hattest die Pornos nicht mal geguckt, hast du gesagt. Also du kanntest die nicht mal und trotzdem hast du dafür bezahlt. Oder bist du zum Anwalt? Den einen nicht. Ja, ich bin zum Anwalt. Und? Ja, der Anwalt hat gesagt, mach mal besser vorsichtshalber. Hast du die geguckt? Nein, ja, nein, hab ich ja nicht. Andere, aber den nicht. Also mein Anwalt hätte mir gesagt, nein, den schreibe ich einen saftigen Brief zurück. Wir haben denselben Anwalt, fällt mir gerade ein. Alles, was ich dafür brauche, sind 3 Fünftel eines kleinen Kühlschranks. So, hier, Spinedraft, da ist es doch, von Kotsch. Da ist es doch. Das ist das, was du haben wolltest. Was könnte das denn sein? Hallo, Notch, Minecraft, Alter? Ach, Minecraft. Ja! Notch, ja, ich war woanders. Yes, natürlich. Natürlich. Das Spiel, wenn das jetzt Minus gibt, dann sind die Spielentwickler aber parteiisch. Nee, das war klar hier. Ich würde sagen, klick mal rechts, ob wir hier noch andere Sachen spielen können wieder. Nee? Man kann wirklich nur hier drauf. Es ist mir zu simpel. Man kann gar nichts hier interagieren. Nintendo, we are developing Monkey Strong. Check this action game. Want to review us? Nintendo. Ja, das, doch. Ja, muss sein, sonst verlierst du es ab. Monkey Strong. Kann sein, dass man hier einfach nur alles spielen muss? Ich glaube halt. Ja, also manchmal haben wir ja was verloren, aber jetzt nicht viel, ne? Peanuts. Nicht wieder direkt bezahlen jetzt. Ja, aber was? Wo soll ich denn drücken? Es gibt nur OK. Ich drück OK. Ja, das ist ja Spam again. So. Ist es schon so weit, dass wir jetzt in Spielen Spam haben? Das ist irgendwie verrückt. Ja. Here you can let's play our Dishonored. It's a cool FPS game. Ja, Dishonored war so ein Bethesda ist. Ja, also eigentlich, es gibt wohl viele, die feiern es, aber es kam irgendwie nicht so gut weg, wie man gedacht hat. Es war so ein bisschen überhyped. Er kam aber auch zu einer unglücklichen Zeit raus. Da gibt es diesen einen Typen. Da habe ich letztens ein Video gesehen, der ist richtig. Und scheiße, also so weit wie Let's Plays gehen, ist dieser Typ einfach der Hammer. Es ist kein richtiges Let's Play, aber der spielt unter anderem Dishonored, aber auch Far Cry, das neue Far Cry, wer ist das? Ist ja egal. Primal. Das neue Primal. Ja. Und der spielt aber, also der macht Kombos in diesen Spielen, die sind einfach Wahnsinn. Ja? Und der spielt Dishonored, der macht dann so 3-4 Bewegungen
und plötzlich fliegen die Köpfe und dann zoomt er sich dahin und der killt alle möglichen Leute, ohne dass sie ihn bemerken. Ein halbes Dutzend, so eine ganze Wagenladung an, also, an Feinden. Stealthig oder was? Aber mehr, nicht stealthig wie langweilig, sondern super schnell stealthig. Also zack, 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 bam, bam, bam und am Ende noch bam. Also es ist wirklich unglaublich. Der Typ hat so drauf, ich habe leider jetzt den Namen nicht, aber ich habe mir von dem direkt... Zeig mir das mal, will ich auch sehen. Ich habe mir direkt so 10 Videos angeguckt, weil der in jedem Spiel ist der so skillig. Ja, fett. Der muss 12 Jahre alt sein. So, sobald ihr 18 seid, habt ihr solche Reaktionen nicht mehr. Nee. Das ist unmöglich. Nee, leider. Die Nervengeschwindigkeit nicht. Ist over 9000. Das ist auch schade. Ich habe mir von Doom, jetzt von dem neuen Doom, habe ich mir ein krasses Video, so das erste Longplay komplett durchgespielt auf Ultra, also auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Das ist auch so geil zu angucken. Du spielst gar nicht mehr, du guckst dir nur Longplays an. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich will es ja selber auch spielen. Das ist echt so. Bin sehr gespannt, ich werde es auf jeden Fall auch noch spielen. So, machen wir, ne? Hier, Bethesda, wir das rückt ins Zoom. Ja. FPS muss doch eigentlich es laufen. Irgendwann, was ist denn los mit der Welt da draußen, ey? Ja. What a blast. Schau mal, jetzt wird schon regulär 6-700 immer. Ja. You sold your childhood's Yoda costume on eBay. Geil. Also, aber wie gesagt, es macht irgendwie keinen Sinn, ne? Also. Farts of Iron. Sexy, ja, natürlich. Hot and sexy. Das ist wahrscheinlich in Zusammenhang mit Strategie passt es gar nicht. Ja, doch, klar. Natürlich. You look bad. Go to sleep. So, Tag 6. Wir haben insgesamt ein Plus von $157 und über 5000 Subs. So, aber das ist... Wir kommen langsam an unsere echten Subs ran. Hört ihr, cool. Let's Player. Oder du Puzzle-Game. Nein, kein Puzzle. Nein. Shadow was close to rules by the latest speech video. Oh. Ne? Gut gemacht. Bitcoin! Your Bitcoin Farm. Alter, right. 70? Naja. Naja, da war mal viel mehr drin. Ja, da war mal mehr drin. Wir brauchen später nochmal eine neue Grafikkarte. Ja, wie denn? Your Cat Hunger Games. This is your cat. Pet me more. Ich streiche sie mit der Maus ein wenig. Miau. So. Miau. Spider Cat. So, Papaphone, Papan Studios. Ich sag dir, Puzzlespiele, die funktionieren. Nein, machen wir nicht. Alter! Alter! Was sind das für undankbare Zuschauer, die zwei in Massen abspringen? Nur weil man ein Spiel nicht macht. Oh. Was ist das denn? Hier, Wendy Trash Saga. It's a cool new game. Machen wir. Das ist eine Frage. Ich meine, Candy Crush ist natürlich mega das Thema, aber... Beim Let's Play? Na gut, mach mal. Aber es ist von Park Morheim, also aus dem Hause Blizzard. Also Activision hat es ja gekauft. Für sehr viel Geld. Sollen wir es machen oder nicht? Ja. Haben wir den Pack verteufelt? Das ist es so. Wendy Trash. Ich meine, es hat das Trash im Namen. Das hätten wir eigentlich wissen müssen. Final Fantasy. Hot and Sexy. Ja. Hot and sexy. Immer. Immer. Back, sexy. Back. Das dauert ja ewig, ne? Also, ich habe gedacht... No. Was geht? Oh Mann. Also es wäre noch ein bisschen besser, wenn unser Spieler auch wie in einem Rollenspiel so bestimmte Favoritengenres hätte. Ja. Wenn er gut ist in Rollenspiel, Strategie, Shooter und immer diese Spiele, da kann er dann was rausholen. Das wäre noch ein bisschen besser gewesen. Ja, im Moment ist es ja wirklich nur ja, nein und vollkommen random. Also ich habe noch nicht herausgefunden, ob was jetzt wann funktioniert. Ich stelle mir das gerade mit Rocket Beans Themen vor. Ständig die ganzen Shows und irgendwie keine richtigen Regeln und alles komisch. Dann fangen wir aber hier mit 250.000 an und bleiben gucken, wann es bei null ist. Hier, machen wir ein Puzzle, oder? Okay, dann machen wir. Pai hat gesagt, das ist hier Shit. Also, ich trau dem nicht. Ich auch nicht. Ach, Scheiße. Ich glaube, du musst sagen, ich habe bisher nur Scheiße gemacht. Nein. Flytex. Would you like to let's play Flytek's new horror game called Phage? Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es immer ein Originalspiel... das Vorbild war, würde ich sagen, Rage kann man schon let's playen. Horror ist auch immer gut. Ja, ne? Da, hier, guck mal, Horror funktioniert immer. Horror ist so ein und? Alter! Ah! Ey. Wie soll man denn da, was ist da für eine Logik dahinter? Ja, keine. Me Pablo, du! Me Pablo. Das ist lustig. Ich weiß es nicht, mach du mal. Diablo. Das bringt nichts. Ja, doch, machen wir. Me Pablo. Oh, ich guck mal hier, wir haben nur verloren. Da, endlich. Natürlich. Endlich. Liebhaberprodukt. Schade, dass wir es jetzt nicht live machen. Dann könnten wir immer mit den Zuschauern zusammen. Ja, das wär gut. Aber das ist ja eine Aufzeichnung, Leute. Jetzt gerade. NC Loft, da ist es wieder. Paralyzation 5. Oh.
Das steckt mich. Man hat automatisch ein Bild vor Augen, ja, was es wohl für ein Spiel wäre. Ein schlimmer Simulator. Aber lustig, als. Ich glaube aber nicht, dass. Nee, NC Loft hat uns bisher kein Glück gebracht. Ja? Sehr gut. Ich habe, Entschuldigung, ich habe zu schnell weggedrückt. Nee, aber im Grunde wurde jemand anderes, ja, hat den Ärger kassiert. Dann ist ja gut. You have donated money for the Lord Cthulhu Sunday School. Deswegen, vertagen. Vertagen. Das Vertagen ist sehr lustig. Ey, ja, die haben schon, das ist auch lustig, ne? Ich finde auch. Cthulhu. All Heil, Vertagen. Ich liebe Cthulhu, ey. Your ear games here. You can let's play or pardon H2. It's a cool new RPG game. It's a super cool new RPG game. EA aber. Ja, EAR. Ich würde sagen nein. Nein, okay. Au, why? Fuck. Ey, ich mache nur falsche Aussagen. Confidential. Hack Life. Snape Google. You were chosen for exclusive demo access to Hack Life 3. Would you like to play the game? Lust, natürlich. Ich kann nicht ja drücken. Oh nein. Das ist so lustig. Okay, dafür gibt's ein bisschen Applaus. Das ist sehr gut. Das ist sehr lustig. Shit. Well, since not desired, we will cancel the development. Nape Gewill. Das ist sehr lustig. Tonic in the Cage of Grog. Auch lustig. Queer Phoenix. We're ready to ship Tonic in the Cage of Grog. Wonderful strategy, Tonic. Ja, oder? Sonic? Ja. Das sind übrigens ganz falsche Genres, ne? Ja, das natürlich auch. Oh, nee. Also, was hier suggeriert wird. Ganz falsche Suggestion hier, dass die Entwickler sich melden und sagen, hey, hast du nicht Bock, unser Spiel zu let's playen? In Wirklichkeit ist es eigentlich eher so, dass man den Scheiß selbst kaufen muss und dann einfach macht und hofft, dass EA einem das nicht sperrt. Es sei denn, du bist halt bei 1 Million Abonnenten, dann ist es Realität. Ja, wenn es aber so wäre, dann kommen die eher und sagen, ey, hier ist ein Sack voll Geld. Willst du nicht unser Spiel let's playen? Nein, die erste Mail ist immer, ey, finde ich cool, hast du nicht Bock, mal einfach reinzugucken? Wenn und dann sagst du, dann nee. Sagst du, nee, und dann sagen sie, okay, dann kommt wirklich die Mail von Nape Gewill. So, please review this great Shrink-Action-Game from Bethesda. We won't forget it. Ja, komm, Bethesda. Oh. Das muss doch jetzt mal gehen, wir waren doch schon bei über 5000. Ja, es ist nicht so einfach, es ist schwierig. Ist das YouTube. YouTuber, ist das YouTuber wirklich so... Grease of Mercy. Not sure that you are reading this, but you may want to review. Hot and sexy. Ha! Ja, Ubisoft. Hat er schon mal weggehauen, ne? Aber. Also, die Strategie Hot and sexy hat uns Minus gebracht. Ah! Ah, ich würde sagen, überproportional ist Hot and sexy richtig. Und guck mal, unser Ziel ist erreicht, nämlich es gibt ein kleines Plus, das ist doch gut. Would you like to let's play Ping's new FPS game called Draw Evolution Rocker? Naja, also ich würde sagen nein. Du würdest aber wahrscheinlich sagen ja. Ja, mich würde mal sehen, ob es ein Fußballfan ist. Sollte man schon. Ist natürlich ein FPS, vielleicht jetzt nicht. Vielleicht gibt es da deswegen Minuspunkte, weil das falsch gewertet ist. Also vielleicht ist das das Spiel, wenn es nicht zusammenpasst, weißt du, dann lass uns mal nein machen, okay? Nein, lass ich jetzt mal nur ja sagen, wenn es vom Titel oder von dem zu einem Genre auch passt. Okay? Working Bread Strategy. Game from Chris Roberts. Chris Roberts, was ist ein Working Bread Strategy? Working Bread. Walking Dead? Aber ja, ja. Strategie? Ja, ist eigentlich ein Adventure, ne? Sollen wir es trotzdem machen? Lass mal probieren, um deine Theorie auf die Probe zu stellen. Wenn sie würde nicht stimmen. Wenn es jetzt Minuspunkte gäbe, ne? Nee, umgekehrt, wenn es jetzt Pluspunkte gibt, dann stimmt die Theorie nicht. Weil ja, stimmt. Ja, passt ja, genau, was Adventure ist. Strategie. Okay, aber dann. Achso, nee, dann haben wir es eigentlich jetzt getestet, dass es stimmt. Ja, deine Theorie ist auf jeden Fall klar wissenschaftlich ab jetzt bewiesen. Mehr als einen Versuch braucht man nicht. Ja. Der Wissenschaft. Dann versuchen wir es mal weiter. Also. Ja, Developing Larry Grotter. Check this adventure game. Want to review us? Das machen wir gleich nach der Werbung. Dann geht's weiter und wir spielen noch eine Runde. Wollen wir nicht vielleicht das andere Spiel dann einfach direkt starten? Weil das hier hat sich jetzt langsam totgespielt, finde ich. Ja, ich glaube auch. Wir spielen einfach mal ganz kurz in der Werbepause noch mal ganz kurz weiter. Und dann sagen wir euch, ob wir das Spiel geknackt haben oder nicht. Ich kann nur jetzt sagen, wir werden sagen, wir haben es geknackt. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken, vielleicht. Ja, wer weiß. Tschüss.